Im Oktober 1909 patentierte der geniale Erfinder Nikola Tesla die Tesla- oder auch Scheibenturbine. Diese sollte einen hohen Wirkungsgrad haben, für Dampf und Flüssigkeit geeignet sein und gleichzeitig auch als Pumpe eingesetzt werden. Die Turbine besteht aus mehreren spiegelglatten Scheiben, welche auf einer Achse angeordnet wurden. Zwischen den Scheiben ist ein Abstand von wenigen Millimetern. Nun fließt das Treibmittel, zum Beispiel Dampf, durch Löcher der Scheiben, welche nahe zur Treibachse angeordnet sind. Die Scheiben werden durch die Adhäsion des Treibmittels, etwas anders gesagt durch die Reibung des Dampfes, an diesen in Bewegung gesetzt und der Dampf fließt spiralförmig zwischen den Scheiben hindurch. Durch eine Auslassöffnung an der Seite fließt dieser in den Kondensator. Wie so viele Erfindungen dieses genialen Mannes setzte sich die Scheibenturbine nie durch, obwohl das System funktioniert. Tesla gab illusorische Wirkungsgrade für die Turbine an. Diese sollte zudem einfacher aufgebaut sein und vibrationsärmer laufen. Das Hauptproblem, besonders zur Zeit Teslas, war die Verwendung der Materialien, die den hohen Drehzahlen nicht standhielten. Ein Kuriosum diese Turbine, das sich auch als Pumpe nie durchsetzte.